das Circle Quiz mit Daniel Hock. Guten Abend und willkommen zurück zum Circle Quiz Folge 27. Zurück aus der Sommerpause oder wie man beim Fernsehen sagen würde, zurück aus dem Sommerloch. Das haben wir jetzt auf jeden Fall überwunden. Und unseren Gast, der heute zu uns kommt in Folge 27 vom Circle Quest, den habe ich ja jetzt schon ein paar Mal angekündigt, aber ich freue mich umso mehr, dass er heute da ist. Er hat den langen, weiten Weg aus Bremen hierher zu uns genommen, ist Gaming-YouTuber und stellt sich hier jetzt einmal selbst vor. Jo Leute, was geht? Hier ist Clash Games und ich bringe auf meinem Kanal Mobile Gaming Videos. Alles so rund um Clash Royale, Clash of Clans, ab und zu auch mal Pokémon Go. Ich bin heute hier zu Gast beim Circle Quest. Es ist extrem warm und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Dann willkommen zurück aus unserer Sommerpause und ich begrüße unseren ersten Gast. Endlich ist es soweit. Herzlich willkommen, Clash Games. Grüß dich. Servus. Dass du auch bei der Affenhitze in unser Studio gekommen bist. Es ist nicht gerade kalt hier drin. Ist angenehm. Aber ist angenehm. Angenehm. Okay. Ja, kriegen wir schon hin. Wir werden schon nicht wegschmelzen. Gut, dein Kanal Clash Games. Was zeigst du denn da Schönes? Ich bringe hauptsächlich Mobile Gaming, Hab angefangen mit Clash of Clans, dann war ich bei Clash Royale, ab und zu mal Pokémon Go, wobei es ist auch schon ein bisschen länger her, und jetzt bin ich gerade immer noch bei Clash Royale, Clash of Clans, das kommt so auf meinem Kanal. Jetzt machst du das ja schon viele Jahre, macht das denn nach so vielen Jahren noch Spaß? Also ich spiele das, beziehungsweise beide Spiele spiele ich immer noch echt gerne, ja. Und auch die YouTube-Videos natürlich, macht auch immer noch extrem viel Spaß. So muss es sein. Und auch privat auch noch? Oder sagst du privat, also, da habe ich ja gar keinen Bock drauf? Doch, privat auch noch. Also ich spiele auch privat Clash of Clans momentan häufiger noch als Clash Royale. Ja, also auf jeden Fall noch. Und hast eine ganz gute Community aufgebaut, 250.000 ungefähr an Abonnenten mittlerweile. Wurdest du denn schon mal auf der Straße erkannt? Ich meine, mit einer 250.000, das ist ja schon eine Massenzahl. Also da ist schon ordentlich was geboten. Ja, also ab und zu tatsächlich. Jetzt so im Normalfall, wenn ich so in der Stadt oder sowas unterwegs bin, ist es jetzt nicht so oft. Kommt halt drauf an, wenn da irgendwie eine Schülergruppe oder sowas ist, dann vielleicht mal eher. Und sonst damals 2016 oder 2017, als Pokémon Go so am Start war, als ich da draußen war und auch was aufgenommen habe, da war es halt häufiger mal, aber sonst so nicht so oft. Also es hält sich in Grenzen. Pokémon Go, das waren noch Zeiten. Ja, das waren noch Zeiten. Da bin ich zum letzten Mal raus auf die Straße gegangen. denkst du, du kannst hier irgendwo bei irgendeiner Kategorie abräumen? Hast du eine Vorliebe bei einer bestimmten Kategorie? Also ich war in Erdkunde in der Schule immer ganz gut. Okay. Ich weiß nicht, wenn da jetzt irgendwelche Fragen kommen, wo ist das und das Land? Oder welches ist die Hauptstadt, sowas, kann ich nicht so gut, aber sonst so allgemein Schulerdkunde. Genau. Schulerdkunde war ich eigentlich immer ganz gut drin. Vielleicht kann ich da ein paar Punkte holen und sonst kommt auf die Frage drauf an. Kann ich vielleicht sagen, natürlich persönliche Fragen will ich gut beantworten. Das ist ein Ziel. Und beim Rest muss ich mal gucken. Bin ich mal gespannt, was da so Ich denke mal, kommen. Wir schlagen uns so durch. Ja. Wird schon. So, zu den Spielregeln. Du siehst, du hast 9 Kategorien, die du abräumen kannst. Wenn du alle 3 Fragen pro Kategorie richtig beantwortest, gibt es 50 € Cash in die Hand. Ansonsten wandert das Cash in meine Tasche. Und du hast 2 Fragezeichenfelder, die bringen dich auf eine zufällige Kategorie. Und dann gibt es noch das schwarze Feld. Da möchte verständlicherweise niemand drauf. Das bedeutet nämlich, du bekommst auch eine Frage gestellt, aber wenn du sie falsch beantwortest, scheidest du aus dem Spiel leider aus. Ist schon oft genug passiert. Hoffentlich nicht heute. Genau, das wollen wir sagen. Und du hast natürlich noch den Telefonjoker, der jetzt als Neuerung nicht mehr mit einer Aufgabe verbunden ist, weil mir einfach keine Aufgaben mehr einfallen. Das ist eine ganz einfache Erklärung dazu. Dann würde ich sagen, wenn es keine Fragen mehr gibt, hau ich auf den Buzzer. Genau, dann hauen wir auf den Buzzer. Dann geht's los. Okay, ja, Erdkunde, da haben wir es ja direkt. Und wir fangen an mit der ersten Frage, wobei ich finde, ist vielleicht sogar so schon ein bisschen knifflig, aber wenn man vielleicht ein bisschen nachdenkt, das kriegt man bestimmt hin, bin ich mir sicher. Wenn nicht, dann nicht. Die erste Frage, wie viele Kontinente berührt denn der Äquator? 2, 3, 4 oder 5? Wie viele Kontinente berührt der Äquator? Genau. Müssten 3 sein. Also was hast du gesagt? 2, 3, 4 oder 5? Genau. Ja, 3. 3? Ja, 3. Und am Anfang mache ich es noch kurz. 3 ist richtig, natürlich.
Genau, Afrika haben wir natürlich, weil der Äquator ist ja direkt durch die Mitte und Europa zum Beispiel ist ja über dem Äquator. Europa ist da drüber. Genau. Asien hätten wir noch und Südamerika. Genau. Aber Asien auch nur wegen den Inselstaaten, die da weiter untergelegen sind, kurz vor Australien. Ja. Gut. Knappe Kiste. Genau. Dann mach weiter gerne. Mit einer 4 geht's weiter. Und wir springen zur Musik. Oh, okay. Ja, und das ist wirklich ziemlich einfach. Wohl der deutsche WM-Song schlechthin kam von den Fanta 4 und Clouseau und heißt Zus Jesus, Zus Christus, Zus Gott oder Zus Amen? Zus Amen. Richtig. Das ist ja eine geile Frage. Finde ich auch, deswegen habe ich sie mit reingeschaut. Zus Amen. Genau, dann darfst du schon weitermachen. Kommt noch ein paar Mal sowas. Okay. 6, da sind wir auch schon mal weit am schwarzen Feld vorbei. Und das ist Macht und Recht, die erste Frage. Schon der jüngere Straßenverkehrsteilnehmer kennt die Regel oben und unten, schräg, hinter, schief, vorne nach hinten oder rechts vor links? Rechts vor links. Ja. Sicher. Die Fragen bisher gingen ja noch. Gingen, ne? Ich will aber nichts Falsches sagen. Ich will aber nichts Falsches sagen. Ja, gut. Dann darfst du weitermachen. Ich denke, das hast du spätestens in der Fahrschule gelernt. Ja, sollte man. Genau. Okay. So, Technik. Erste Frage. Ein motorisiertes Gefährt mit zwei Reifen nennt man auch F-Auto, R-Motorrad, F-Wanderstock oder E-Bike? Motorrad. Kam schnell. Soll ich nochmal vorlesen? Oder? Ja, lies nochmal vor. Okay. F-Motorrad oder was hast du gesagt? Also wir haben ein motorisiertes Gefährt mit zwei Reifen. Nennt man auch F-Auto, R-Motorrad, F-Wanderstock oder E-Bike. Ja, E-Bike. Natürlich. Ich dachte, das wäre so A, B, C, D und jetzt warst du irgendwie bei G und so weiter. Nee. Deswegen war ich gerade verwirrt. Hätte ich vielleicht A, B, C vielleicht noch da vorne dran lesen sollen. Ja. Ja, das ist bei so Buchstabenfragen dann. Aber gut. Okay, ich mach weiter. Passt ja. Unstimmigkeit geklärt und es geht weiter mit einer 6. So, wo landen wir jetzt? Auf dem Fragezeichen. Okay. Wieder ausgewischt, sehr gut. Wo geht's hin? Zu Macht und Recht, zweite Frage. So, jetzt wird es natürlich ein klein wenig kniffliger. Polen, Frankreich und Spanien sind A, offiziell Republiken, B, haben einen männlichen Regierungschef, C, haben zwei Amtssprachen oder D, haben den Euro. Polen, Frankreich und was war's? Und Spanien. Mit den Euro haben die. Also es geht jetzt darum, was sie einfach so, was sie haben. Genau, was sie alle drei gemeinsam haben. Sie sind Republiken, sie haben einen männlichen Regierungschef, sie haben zwei Amtssprachen oder den Euro. Ich hab den Euro. Hast du auch schon? Mir fällt jetzt nicht ein, in Spanien kann man mit Euro bezahlen, Frankreich war ich noch nicht. Mir ist jetzt keine Währung aus Polen bekannt, aus Frankreich auch nicht, also Euro. Log ich ein. Ich log's ein. Also, ja, dann löse ich hier auf: Polen, Frankreich und Spanien haben alle einen männlichen Regierungschef. Er wert denn da nicht den Euro? Polen. Echt? Die haben den Slotty. Den Slotty? Richtig. Das wusste ich nicht. Nee, genau. Ich war auch noch nicht in Polen. Das ist jetzt meine Ausrede. Okay, sehr gut. Spanien ist keine Republik. Spanien ist ein Königreich. Okay. Also gibt es König von Spanien. Und zwei Amtssprachen gibt es auch nicht. Die haben nämlich alle grundsätzlich eine Amtssprache. Ja. Polnisch, Französisch, Spanisch. Das kann man sich ganz gut ableiten. Gut, die erste haben wir verloren. Genug sind noch da. Und auf die kommen wir jetzt hoffentlich. Eins. So, das sieht doch ganz gut aus. Braun, stimmt's. Das Weihnachtsfest ist das wichtigste Fest der Christen. Richtig oder falsch? Richtig. Sagst du? Muss ich mal vorsichtig selber mal nachfragen. Warte. Das Weihnachtsfest ist das wichtigste Fest der Christen.
Ja. Wie religiös bist du, ist die Frage. Ich bin nicht so religiös, aber ich sag einfach mal ja. Okay. Fertig? Ja. Gut. Das ist falsch. Echt? Das wichtigste Fest für die Christen ist das Osterfest. Oh. Ja, wegen der Auferstehung. Wegen der Auferstehung. Genau, wegen der Auferstehung. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Genau. Also ich hätte jetzt gedacht, dass Jesu Geburt irgendwie wichtiger gewesen wäre, hätte wobei... Hätte ich auch gesagt, ja. Ist halt so ein 50-50-Ding, aber... Ja. Okay. Gut, stimmt. Gut ist sowieso grundsätzlich ein 50-50-Ding. Ja. Eins. Ah. Weltweit, zweite Frage. Aha. Das für 2026 geplante neue flächenmäßig größte Einkaufszentrum der Welt findet seinen Platz wo? In den USA, in Dubai, in Shanghai oder in Wien? Okay, also Dubai, die sind ja allgemein verrückt, aber Einkaufszentrum hast du gesagt. Ja, das geht um da gibt's ja schon die Dubai Mall, deswegen denke ich nicht, dass sie die noch toppen werden. Wien könnte sein, würde ich jetzt aber auch erstmal ausschließen. Shanghai. Also ich habe von Shanghai weiß ich nicht viel. Ich habe nur mal gehört, dass es die sauberste Stadt oder dass Shanghai sehr sauber sein soll. Das kann ganz gut sein, ja. Habe ich gehört. Mehr weiß ich darüber auch nicht. Amerika oder Shanghai? Amerika, die sind ja allgemein ein bisschen verrückt. Das kann ich als vielleicht als ein Hinweis ist es nicht, aber vielleicht eine lustige Info. Das neue Einkaufszentrum soll eine Fläche von ca. 1,8 Millionen Quadratmeter bekommen, also ca. 250 Fußballfelder. Groß. Oha. Ja, dann kann man vielleicht noch sagen, in Shanghai leben viele Menschen, da ist Wohnraum knapp. Vielleicht kann man dann sagen, nein, dass ist sie so da ein bisschen nicht so logisch viel zu denken. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Nicht so viel Platz haben. Deswegen sage ich jetzt einfach mal rein logisch und ausgeschlossen Amerika. Also eingeloggt. USA. Ja. USA, eingeloggt. Sagst du fertig eingeloggt? Ja, eingeloggt. Alles klar. So. 1,8 Millionen Quadratmeter, ca. 250 Fußballfelder groß. Das findet seinen Platz in Dubai. Als ob. Wirklich wahr. Die haben doch schon die Dubai Mall. Was wollen die denn noch mehr? Ja, die können es nicht lassen. Das ist doch unglaublich. Gut, die bauen ja auch aktuell in einem Haus, ich weiß nicht, ob es direkt Dubai ist, aber ich glaube in Indien auch, das höchste Haus der Welt, irgendwie soll er jetzt auch nochmal dahin kommen, obwohl die ja schon das höchste Haus der Welt haben. Ich glaube in einem 1000 Meter, ja. Oder? Bin ich jetzt gerade doof? Nee, 1000 Meter. Das krass. Ja. Also ich hätte jetzt Dubai somit an letzter Stelle gesetzt, weil die ja die Dubai Mall schon haben. Okay. Und dann hätte ich so gedacht, ja, die haben schon so ein fettes Teil, ja. Warum dann noch eins bauen? Ich hätte gedacht, da schwankt man eher zwischen den USA und Dubai wahrscheinlich. Hätte ich jetzt gedacht. Ja. Weil USA, klar, die wollen auch immer irgendwo Erster sein. Und Dubai aber auch. Die haben halt das die Cash. Sind so ein Wettkampf so ein bisschen. Die haben halt das Cash. Die haben das Cash. Ja, die können sich so ziemlich alles leisten. Ja, das stimmt. Und haben die halt gut. Jetzt zwei fette Malls dann demnächst. Ja. Gut. Da lohnt sich's einkaufen. Ja. Jetzt räumen wir die Kategorien nacheinander ab hier. Zwei. Ja. Technik. Jetzt läuft aber besser mit der zweiten Frage. Das Telekommunikationsunternehmen Huawei hat seinen Sitz in China, in Vietnam, in Japan oder in Indien? Indien schließe ich jetzt mal aus. Okay. Warte, was hast du gesagt? Bei Japan? China, Vietnam und Japan. China, Vietnam und Japan. Jo. Ich würde jetzt Vietnam auch mal rausnehmen. Einfach so. Okay. Weil ich von Vietnam noch nicht so viel gehört habe, dass da so große Konzerne sind. Ja. Jetzt die Frage, China oder Japan? Schon wieder 50-50. Schon wieder? Schon wieder. Die Situation aber auch heute. Ich weiß es halt nicht. Ja. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas damit verbinden kann. Huawei. Oder Huawei. China oder Japan. Ich sag jetzt einfach mal Japan. Ja. Ich lock jetzt Japan vorsichtig. Ein. Ja, vorsichtig. Aber ich lock's ein.
Nix, lockst Japan ein. Ja, ich lock Japan ein. 50-50 Chance, China oder Japan. Und wir suchen China! Das ist unglaublich. Ich hab heute kein Glück. Ich hab heute kein Glück. Ich werde reich. Ich hab kein Glück. Kommt noch. Wir fangen jetzt mit der rechten Seite quasi an. Da wird's jetzt. Und da ist ja auch noch eine, die könnte vielleicht noch so ein bisschen zum Erfolg beitragen. Gut, dann wollen wir da jetzt mal reinstarten. Weiter. Fängst quasi jetzt an. Vier. Okay, vier. Dann landen wir, glaube ich, das erste. Hatten wir von da überhaupt schon eine Frage? Ja, bei Musik hatten wir schon eine. Stimmt, jetzt Musik. Gehen wir zu Natur und Tiere. Das heißt Biologie. Mhm. Habe ich abgewählt. Das ist gut. Eine ziemlich bekannte giftige Spinne ist die blaue Großmutter, die rote Oma, die grüne Mutter oder die schwarze Witwe? Die rote Oma war das erste. Die blaue Großmutter war das erste. Blaue dann Großmutter, kam rote Oma. Die rote Oma. Dann die grüne Mutter und die schwarze Witwe. Also ich glaube, ich habe schwarze Witwe schon mal gehört. Den Rest habe ich noch nie gehört. Ich sag schwarze Witwe. Na also, so muss es gehen. Genau, einfach logisch. Eine Sekunde nachdenken und dann geht das schon. Passt. Super. Yes. Jetzt, ich hab's auch gesagt, jetzt geht's los. Muss mal langsam Punkte holen. Genau. So. Du holst jetzt auf. Jetzt aufs Schwarze. Du hast ja das Wissen fürs Beste aufgehoben. Für die okay. besten Kategorien. Allgemeinwissen. Erste Frage. Das in Norddeutschland Alsterwasser genannte Getränk nennt man im südlicheren Teil Deutschlands Autofahrer, Radler, Biker oder Trucker. Radler. Ja. Damit kann man das auch leben mit so einer Frage. Nennt man das bei uns Alsterwasser? Ja, stimmt, in Hamburg, aber bei uns nennt man das. Ich weiß gar nicht, wie man das bei uns nennt. Ich glaube, ich sag auch Radler. Ja, doch, ich sag Alster, aber nicht Alsterwasser. Okay. Vielleicht in manchen Regionen ist das dann wieder unterschiedlich. Wahrscheinlich die Hamburger, die sagen dann Alsterwasser, wir sagen Alster. Okay. Und zack. Fließt die Alster durch Bremen? Nee, die fließt durch Hamburg. Hamburg, okay. Und Hamburg verbinde ich nur die Elbe irgendwie. Naja, gut, egal. Wobei, warte, fliegt. Ich weiß es gerade nicht. Ich will nichts Falsches sagen. Okay, wir lassen es lieber da. Wir lassen das so stehen. Wir gehen zur nächsten Frage. Es gibt die Alster und das nehmen wir so hin. Ja, so, es gibt Fragezeichen. Die Alster. Medien und Promis. Erste Frage. Bis 2018 spielten in der ersten deutschen Fußball-Bundesliga der Männer Boateng und Boateng, Groß und Groß, Podolski und Podolski oder Schürrle und Schürrle? Boateng und Boateng. Ja. Die beiden Brüder. Genau, so sieht's aus. Jerome und Kevin Prince. Und Kevin Prince bis 2018 bei Eintracht Frankfurt und wechselt jetzt in einen italienischen Verein. Oh, das habe ich zum Beispiel nicht mitbekommen, aber ich weiß, dass es die gibt. Das reicht ja. Das reicht vollkommen aus bei uns. Wunderbar. Okay. Und weiter. So, und jetzt habe ich so gesagt, wir machen die jetzt alle durch. Drei. Schon wieder, sind wir wieder beim Fragezeichen. Du kommst hier ganz gut weg. Ja, also, bisher habe ich das ignoriert. Ja. Sehr gut. Okay. So, Persönlichkeit und Hobbys. Jetzt wird es sehr interessant. Ob ich da deinen Geschmack treffe mit den Fragen, bin ich mal gespannt. Mhm. Welcher deiner im YouTube-Kanal-Banner hinterlegten Links funktioniert nicht, möchte ich wissen. Instagram, Twitch, Twitter oder der Merch-Store? Einer von deinen Links im Kanal-Banner funktioniert nicht. Da kommst du auf eine Fehlerseite. Impressum ist da nicht mit bei, weil das hat letztens nicht funktioniert. Das Twitter-Name habe ich mal geändert. Ja. Warte, Twitch, was haben wir noch? Merch-Store und Instagram. Dann wird es wahrscheinlich Twitter sein, weil ich da meinen Namen geändert habe. Okay, das heißt, das nehmen wir. Wobei, den Merch-Store... Ich weiß nicht, wenn das 3D-Supply ist, da... Ich weiß nicht, ob die meinen gelöscht haben, weil da bin ich schon nicht mehr. Ob ich jetzt den neuen drin habe... Ich sag einfach mal Twitter, weil ich da meinen Namen mal geändert habe. Okay. Also Twitter. Twitter. Und was wir suchen, ist Twitter. Klar? Okay. Sehr gut. Vollkommen richtig. Muss ich mal ändern. So, dann mach gerne weiter. Ja. Okay, Halbzeit. Und jetzt ist sozusagen Halbzeit oder Drittelzeit, je nachdem, wie lange wir noch spielen. Das heißt, wir sehen uns morgen wieder um 20 Uhr. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.